Wir kommen zu unseren Nachbarn. Noch nie war eine Regierungsbildung in Deutschland so langwierig wie diesmal. 4 Monate nach der Bundestagswahl im September steht noch immer keine Regierung fest. Nach dem Scheitern der sogenannten Jamaika-Verhandlungen entscheidet sich am Sonntag beim SPD-Parteitag, ob nun Verhandlungen über eine Neuauflage der sogenannten GroKo, also der Großen Koalition zwischen CDU, CSU und der SPD, beginnen können. Eigentlich hat die SPD nach der Parlamentswahl am 24. September eine Neuauflage der GroKo kategorisch ausgeschlossen. Martin Schulz als Kanzlerkandidat gescheitert und mit der SPD auf 20,5% abgestürzt, sieht sich in der Oppositionsrolle. Ich glaube, es ist eindeutig, dass die Deutschen keine Fortsetzung der Großen Koalition gewollt haben. Angela Merkel führt deshalb Sondierungen mit den Liberalen und den Grünen über eine Jamaika-Koalition. Es wird verhandelt, geredet, oft bis mitten in der Nacht. Am Ende gibt es aber mehr Streit als Gemeinsames. Die FDP lässt die Verhandlungen platzen. Das Schreckgespenst Neuwahlen steht im Raum. Das ruft den Bundespräsidenten auf den Plan. Er drängt auf eine baldige Regierungsbildung und appelliert dabei an die Verantwortung der Parteien. Eine Verantwortung, die man auch nach der Vorstellung des Grundgesetzes nicht einfach an die Wählerinnen und Wähler zurückgeben kann. Ein SPD-Parteitag im Dezember macht schließlich den Weg frei für Sondierungsgespräche. Und die sind nicht einfach. Es liegen noch große Brocken auf dem Weg, die wir noch aus dem Weg zu räumen haben. Doch man rauft sich zusammen. Eine Einigung wird letzte Woche in Berlin erzielt. 28 Seiten hat es das Sondierungspapier, in dem festgeschrieben ist, wie sich die Unionsparteien CDU, CSU und die SPD eine Neuauflage der schwarz-roten Koalition vorstellen können. Und was sagt der Wähler dazu? Also erstmal hat es mir viel zu lange gedauert, aber letztlich kann man sich ja nicht ändern. Und es ist schön, dass sie sich endlich geeinigt haben. Ich meine, die werden sich zusammentun, um ihre Posten alle zu behalten. Ne? Das glaube ich schon. Ne? Bin da nicht sehr glücklich mit. Also das war nicht das, was ich gewählt habe. Am kommenden Sonntag muss nun Martin Schulz das Sondierungsergebnis am SPD-Sonderparteitag in Bonn absegnen lassen. Die Zustimmung der Delegierten ist ungewiss. An der Parteibasis regt sich Widerstand. Kanzlerin Angela Merkel ahnt jedenfalls, es könnte schwierig werden. Dann wären die Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich nicht einfacher als die Sondierungsverhandlungen. Und dann spüren wir eine Aufgabe. Kommt es nicht zur GroKo, dann wären auch Neuwahlen nicht ausgeschlossen.